Moin Leute, heute dreht sich alles um die Serie Baban, eine Netflix Original Serie, die ja weltweit ab dem 23. Oktober 2020 auf Netflix startet. Ich hatte das Glück, diese vorab zu schauen und worum es sich da dreht und wie sie ist, das sage ich nämlich jetzt im Nerdcheck. Ja Leute, lang ist es ja her, dass ich hier so eine Kritik gemacht habe, aber es wird mal wieder Zeit, hier wieder weiterzumachen. Und ja, was kann man da nicht besser besprechen? Natürlich eine Netflix-Serie. Nämlich eine Netflix-Original-Serie aus Deutschland produziert. Wie der Titel schon sagt, es geht um Barbaren, um Germanen. Da machst du einen Klick. Ne, was war damals gewesen, 9 nach Christus, nämlich die Varusschlacht. Die Varusschlacht, wo die Germanen wirklich im Teutoburger Wald die Römer besiegt haben. Und das rollt so ein bisschen die Geschichte auf, hat natürlich so ein bisschen so eine Nebenstory an sich oder eine Hauptstory. Natürlich kommt es nicht nur zu einer Schlacht. Aber da komme ich gleich zu. Diese Serie ist 6-teilig, wurde von 2 Regisseuren und 2 Autoren geschrieben. Ja, wie gesagt, kommen wir erstmal zur Story. Was hat mir da, sag mal, gefallen, was hat mir nicht gefallen? Die ersten Folgen werden ja, also die ersten 4 Folgen werden ja von Barbara Eder geschrieben und ja, verfilmt als Regisseur. Man kennt sie so ein bisschen aus den Filmen Wiener Blut oder aus einigen Folgen wohl Tatort. Man merkt es hier auf jeden Fall an, dass sie da wirklich zu deutsch rangeht, zu dramatisch und das war teilweise ein bisschen zäh. Dann die letzten 2 Folgen, die würde ich richtig rausreißen. Das kommt aber auch, weil das Steve Saint-Léger ist, glaube ich, hoffe, wir sprechen richtig aus, der natürlich mit Vikings sehr viel Erfahrung sammeln konnte, das darauf ja portiert. Und er hat natürlich auch Lockout gemacht und einige sagen wir mal, Hollywood-Filme. Ja, die Schlachtszenen sind generell wirklich sehr gut gemacht, choreografiert. Da kann man wirklich nicht meckern. Auch teilweise sehr blutig gestaltet. Ich denke mal, die Serie wird so ab 16 sein. Man kann es immer schwer sagen, auch bei Netflix. Die stufen das ja selber ein. Schauspielerisch ist es so Mittelmaß bis solide. Da muss man einfach auch sagen, zum Beispiel David Schütter, der macht wirklich alles gut als Volk wie ein Wolfsbär. Und natürlich haben wir dann ein paar unbekanntere Schauspieler, wie zum Beispiel Lorenz Rupp als Aminus oder Jean Gossaut, die auf jeden Fall hier die Tusnel da spielt. Das sind die 3 Hauptrollen, die kennt man mehr aus, sag mal, natürlich dann Tatort und anderen kleineren Produktionen. Die machen ihre Rolle ganz in Ordnung, so vom Schauspiel her. Aber was man halt merkt, da sind doch sehr viele Komparsenrollen, die das ausschmücken. Sehr manchmal nicht so, wo man sagen muss, es ist wirklich gut getimed. Das Pacing ist auch nicht so pralle in dieser Serie. Sag ja sehr zäh in den ersten 4 Folgen. Und dass man auch durchhalten muss. Man muss wirklich durchhalten, die ersten beiden Folgen, dass man die auf jeden Fall sich anschaut. Und ab dritten wird es auch wirklich interessant und auch mit diesen Intrigen, wie es auch damals gewesen war, ihr wisst das ja teilweise aus der Geschichte, wie das manchmal bei den Römern ablief oder bei den Germanen. Und das ist wirklich interessant aus dem geschichtlichen Aspekt. Vielleicht manchmal zu viel Geschichte, hätte man vielleicht ein bisschen mehr in das Moderne reinbringen können. Sie haben nämlich auch eine lateinische Sprache gewählt und eine deutsche Sprache. Ich habe schon ein bisschen gehört, die Synchro, aber die Synchro ist ja original, ist ja O-Ton. Die soll wohl nicht so pralle sein, aber muss ich euch enttäuschen. Ich habe das auf Deutsch geguckt, nicht im Originalton, also nicht im Englischen. Es wird ja auch von Gaumont produziert, ist ja eine deutsch-französische Produktionsfirma und da merkt ihr ja auf jeden Fall, sie wollten da wohl sehr zeitnah rangehen oder historisch rangehen. Vielleicht ein bisschen zu viel. Also ich hätte mir gewünscht, sie hätten da dieses Lateinische ein bisschen rausgenommen. Das hätte es wahrscheinlich besser gemacht. Game of Thrones wird hier auch nicht irgendwie anderen Sprachen irgendwie gesprochen. Da wird auch ganz normal halt gesprochen in Englischen oder es wird synchronisiert in Deutschen. Naja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das waren so ein paar Minuspunkte. Wie gesagt, ich habe da rausgehört, dass auch die Story an sich sehr zäh manchmal ist. Aber wie gesagt, die Schlachten, die Kostüme konnten mich überzeugen. Und im Ganzen bleibt es eine auf der Strecke, man hätte mehr machen können, zurückgebliebene Serie, die leider wirklich in manchen Punkten ja zu deutsch, zu historisch gewählt wurde. Man hätte einfach mehr rausmachen können, da war viel mehr Potenzial drin. Und daher muss ich euch ganz ehrlich sagen, Baban, die ihr am 23. Oktober auf Netflix startet, bekommt von mir eine 5,5 von 10. Sie ist wirklich interessant, auch teilweise spannend erzählt ab der Mitte.
und hat auch wirklich Potenzial. So vom Historischen her ist das keine schlechte Sache, das den Leuten beizubringen oder zu schauen. Guckt selber mal gerne rein. Wie gesagt, ich habe die jetzt bewertet, ich habe ein bisschen mal was gehört. Und ich würde mich natürlich gerne über ein Abo freuen. Und wenn ihr den Film schon, wenn ihr die Serie schon gesehen habt, könnt ihr natürlich gerne hier kommentieren. Und wir sagen, Leute, bis dann und schauen. Bam!